Hallo und herzlich willkommen zum Siemens Healthineers Lunch Symposium zum Thema Lungenkrebs-Screening. Wir sprechen heute über eine Veränderung im deutschen Gesundheitssystem, die man fast schon als historisch bezeichnen kann. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren bekommen wir ein Screening-Programm mit radiologischer Beteiligung. Damals war es das Mammographie-Screening, das 2002 eingeführt wurde. Und jetzt stehen wir vor der Einführung des Lungenkrebs-Screenings. Inzwischen wird in der Politik im Wesentlichen auch nicht mehr über das, ob wir ein Screening machen, diskutiert. Die Frage ist weitgehend geklärt. Es wird inzwischen weitgehend über die Frage diskutiert, wie wir das Screening machen. Und zu dieser Frage, wie macht man eigentlich Lungenkrebs-Screening, haben wir zwei hervorragende Referenten, nämlich Professor Dr. Jens Vogel Clausen, leitender Oberarzt der Abteilung für Radiologie in der MAH Hannover und der Leiter der Hanse-Studie, und sein Mitstreiter aus der Pulmologie, Dr. Benjamin Alexander Bollmann, auch von der MAH Hannover. Die beiden haben mit der Hanse-Studie die erste große Pilotstudie in Deutschland am Laufen und sind, denke ich, die besten Personen, um uns zu berichten, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben und wie Screening in den Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitssystems funktionieren kann. Ja, und Herr Bollmann ist Pulmologe und man sieht, dass er heute auf den Kongress der DGP verzichtet, der zeitgleich in Leipzig ist und uns hier in der Radiologie besucht. Ja. Und ich denke, das ist auch ein schönes Zeichen, wie Pulmologen und Radiologen gemeinsam hier einen riesengroßen Beitrag leisten können, um die Versorgung bei dieser Krankheit entscheidend voranzubringen. Ich zeige zum Start, mein Name ist Sebastian Schmidt von Siemens Healthineers. Ich arbeite seit 2014 daran, das Lungenscreening global zu etablieren, ja, und werde auch noch darauf eingehen, wie die Erfahrungen in anderen Ländern sind und was gerade in anderen Ländern passiert. Die erste Folie zeigt auf einer einzelnen Folie ganz kurz, warum wir das Ganze machen. Es ist eigentlich ganz einfach. Lungenkrebs ist die Krebsart mit den meisten Todesfällen, mehr als die Nummer 2 und die Nummer 3 zusammen, also mehr als kolorektales Karzinom und Brustkrebs zusammen. Die Todesrate ist so hoch, weil die Prognose in den späten Stadien so schlecht ist. Man sieht das in der Mitte. Ja, das 5-Jahres-Überleben im Stadium 3-4 liegt zwischen 5% und 25%, ist sehr niedrig, ist unverändert sehr niedrig. Wir haben jüngst Fortschritte durch die Immunotherapie, aber immer noch, wenn man es spät diagnostiziert, ist die Prognose schlecht. Und auf der rechten Grafik sehen wir, wie das Stadium bei Diagnose ist. Heute in Deutschland ungefähr ein Viertel der Patienten im Stadium 1-2, wo man noch an eine kurative Therapie denken kann, drei Viertel der Patienten im Stadium 3-4. Und wir sehen jetzt bei den Pilotprojekten in Nordengland, dass sich das im Screening praktisch umkehrt. Man erwischt 80% der Patienten im Stadium 1-2 und nur 20% im Stadium 3-4. Also der Wert des Lungenkrebs-Screenings inzwischen fast unbestritten. Es geht, wie gesagt, auch nicht mehr ums Ob, es geht ums Wie. Und ich denke, das ist gerade auch für Sie alle interessant, weil man muss sich ja jetzt auf diese Veränderungen einstellen. Und es wird neue Regeln geben, es wird neue Erstattungsziffern geben. Das haben wir in Deutschland auch nicht so oft. Und wir werden hoffentlich heute lernen, wie man sich darauf vorbereitet. Das ist die weltweite Situation. Vorreiter ist Osteuropa. Das erste europäische nationale Screening-Programm war in Kroatien. Polen hat inzwischen ein nationales Programm. Andere osteuropäische Länder sind derzeit in der Entscheidungsphase. Globaler Vorreiter ist die USA, wo seit 2016 Lungenscreening gemacht wird. Inzwischen, gerade jüngst publiziert im BMJ, sieht man auch in den nationalen Krebsregisterdaten, wie sich das auf Mortalität auswirkt. Also man sieht da inzwischen auch auf nationaler Ebene, dass es tatsächlich was bringt. England ganz weit vorne in den USA, in Europa mit den Pilotprogrammen und inzwischen auch erhebliche Bewegung auf EU-Level. Wir werden dieses Jahr auch eine EU-Ratsempfehlung zum Lungenkrebs-Screening kriegen, die dann auch die anderen EU-Länder mehr in Bewegung setzen wird und auch ganz viele Entwicklungen in den asiatischen Ländern. Also es geht global voran. Deutschland ist dann nicht unbedingt ein Vorreiter. Die osteuropäischen Länder sind deutlich schneller, haben oft auch mehr Not in Sachen Lungenkrebs, weil mehr geraucht wird. Aber wir sehen in der gesamten EU den klaren Trend.
Was beim Lungenkrebs-Screening grundsätzlich neu ist, ist, dass es eine Veränderung ist von den traditionellen Massenscreenings, wo ich sage, alle Frauen ab 45 jetzt kriegen ein Angebot zum Brustkrebs-Screening hin zu einem gezielteren, personalisierteren Ansatz, wo ich gezielt Risikogruppen anspreche. Im Fall des Lungenscreenings eben Menschen, die aufgrund einer Rauchhistorie ein entsprechend hohes Risiko mitbringen, zum Teil auch familiäres Risiko oder andere Risiken, die berücksichtigt werden. Das ist wirklich eine Neuheit und wird auch ein Vorbild sein für zukünftige Screening-Programme. Also auch die Diskussion zum Beispiel beim Brustkrebs-Screening geht ja immer mehr in die Richtung, ist Mammographie für alle Frauen das Richtige oder muss ich personalisierte Angebote machen? Und ich denke, wir werden in Zukunft viel mehr von diesen personalisierten Screening-Programmen sehen. Und Lungenkrebs-Screening ist hier praktisch der Pilot. Wo stehen wir in Deutschland? Es ist die allgemeine Erwartung der Beteiligten, dass es ungefähr 2024 in die Umsetzung gehen wird. Ob das schnell oder langsam ist, da kann man drüber diskutieren. Eine Komplexität ist, dass wir in Deutschland zwei Handlungsstränge haben. Wir haben einmal das Bundesamt für Strahlenschutz, das dem Bundesministerium für Umwelt untersteht, und wir haben zum anderen den gemeinsamen Bundesausschuss, der dem Gesundheitsministerium untersteht. Wir sind im Moment so, dass das Bundesamt für Strahlenschutz die Leitplanken publiziert hat. Da gibt es einen sehr schönen Report, kann man im Internet runterladen, kann man mal anschauen, wie das aussehen soll. Der nächste Schritt ist der Erlass der Rechtsverordnung. Damit ist es dann strahlenschutzrechtlich zulässig im Sinne der Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung, Strahlenschutzgesetz. Dann muss es aber auch noch bezahlt werden. Das ist der Handlungsstrang auf der rechten Seite vom gemeinsamen Bundesausschuss. Da gab es eine positive Nutzenbewertung, also das Ob ist geklärt, wie gesagt. Jetzt geht es dann ums Wie. Es wird um Qualitätssicherung gehen und es wird um Regeln zur Erstattung gehen. Und das wird jetzt vermutlich noch so 2 Jahre dauern, die Diskussion, und dann geht's los. Auf der EU-Ebene steht die Neuregelung der Screening-Richtlinie an, die stammt von 2003, empfiehlt heute Brustkrebs, Kolon, Cervix für alle EU-Länder. Die wird 2022 neu gefasst, das ist offizielle Agenda von Frau von der Leyen. Es werden, wenn man die Expertenanhörungen angehört hat, Lunge und wahrscheinlich auch Prostata dazukommen. Konsequenz ist, es wird EU-weite Qualitätsrichtlinien geben, also in Deutschland gibt es ja jetzt schon die Regelungen des BfS, es wird aber auf EU-Ebene auch noch Regelungen geben. Von da an müssen alle EU-Länder jährlich erklären, warum sie es noch nicht eingeführt haben, was einen hohen Druck auf die EU-Länder erzeugen wird, auch Lungenscreening einzuführen. Es wird Zuschüsse geben für Implementierungsprojekte, speziell in ärmeren EU-Ländern. Und was vielleicht für die, die in Brustkrebs-Screening teilnehmen, auch noch interessant ist, es geht auch, wenn man die Expertenanhörung anschaut, eine ganz klare Tendenz in Richtung Neuregelung des Brustkrebs-Screenings. Also auch da werden wir von der europäischen Ebene aus neue Regelungen sehen und wir werden auch ein Prostata-Screening wahrscheinlich sehen, wo auch MRT eine Rolle spielt, was vielleicht für den einen oder anderen auch noch eine Entwicklung ist. Jetzt leite ich aber über zu unseren beiden Referenten. Wie gesagt, wir haben hier die beiden Initiatoren und Leiter der Hanse-Studie, was die erste große deutsche Studie zum Lungenkrebs-Screening ist, die unter Real-World-Bedingungen, es gab ja schon randomisierte klinische Studien, aber jetzt mal wirklich unter realen Bedingungen Lungenkrebs-Screening implementiert, und da freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Erfahrung hier am Tisch haben, ja, ganz herausragend in Deutschland. Sie sehen auch ein schönes Bild, und wir starten mit Herrn Dr. Bollmann, unser Gast von der pulmologischen Seite. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch für die Einladung. Liebe Kollegen, ich freue mich, heute vor Ihnen sprechen zu können. Sie hatten schon gehört, parallel findet der DGP statt, ist in der Tat für uns, was Pneumo-Onkologie betrifft, gar nicht so unrelevant dieses Jahr. Unter anderem, weil auch die neue Leitlinie zum Lungenkrebs vorgestellt werden soll. Das sind meine Transparenzerklärungen. Wenn wir über Lungenkrebs in Deutschland sprechen, sprechen wir über eine häufige Erkrankung. Wir haben 53.500 Neudiagnosen pro Jahr in Deutschland. 44.500 versterben in dem Jahr in Deutschland auch wieder. Das ist eine hohe Zahl an Neuerkrankungen wie auch an Versterbenden. Wir in Hannover haben dort die AWD-Arena oder
HDI Arena als Fußballstadion. Man kann sich das so vorstellen, das ganze Stadion erkrankt und nur der Gästeblock, der nach Hause geht, das sind die, die nach dem Jahr quasi überleben. Wenn wir uns das angucken, demografisch sind die Männer ein bisschen im Vorsprung, was die Neuerkrankungsrate betrifft. Sie stagniert, geht leicht zurück, potenziell im Jahr 2020/21. Die Daten kennen wir in der Tat noch nicht. Die Frauen hängen in der Tat dann noch einige Jahre hinten dran. Was die Daten schon suggerieren ist, es ist, und das hat Herr Schmidt eben gerade schon angesprochen, es ist keine seltene Erkrankung. Bei den Männern steht Lungenkrebs, was krebsbedingte Todesursachen betrifft, unangefochten an Platz 1. Wie schon erwähnt, Prostata- und Darmkrebs zusammen haben nicht so einen hohen Anteil wie Lungenkrebserkrankungen und Versterbende in Deutschland. Bei der Frau steht Lungenkrebs an zweiter Stelle und Professor Hillemanns aus der MHH Gynäkologie sagt für sich, er erwartet, dass der Brustkrebs in den nächsten Jahren hinter dem Lungenkrebs stehen wird. Wir werden sehen, was insgesamt an Veränderungen kommt, ob er damit recht behalten wird. Aber was wir festhalten müssen, das sind aktuelle Daten, wir erkennen das Lungenkrebs viel zu spät. 50% sind bereits bei Erstdiagnose in einem organmetastasierten Stadium. Fassen wir die lokal fortgeschrittenen Patienten zusammen mit den metastasierten Bronchialkarzinomen, sind wir bei 75% aller Patienten, die bereits in einem Stadium sind, wo wir nur noch schwer maximal davon reden können, dass wir einen kurativen Ansatz haben. Medizinisch, sprich therapeutisch, hat sich in den letzten Jahren durch die Immun-Checkpoint-Inhibition einiges geändert. Wir sind von einem 5-Jahres-Überleben von sage und schreibe 1% jetzt auf dem Weg hin zu einer chronischen Erkrankung, zumindest im nicht-kleinzelligen Bereich, von so circa 20-25% in Studien, würde ich sagen. Reale Welt wird unter 20% sein, aber wir haben immerhin einen geringen Anteil an Patienten, die eine chronische Erkrankung unter chronischer Therapie haben werden. Das hat sich in den letzten 5 Jahren darin geändert, was wir Internisten ändern können. Gemeinschaftlich mit Ihnen, und da möchte ich auf das Thema jetzt umlenken, das eigentlich jetzt angeschnitten sein soll, haben wir Pneumologen bereits 2019 gesagt, dass das, was in der 2018 erschienenen Leitlinie zum Lungenkrebs schon mal erwähnt ist, nämlich ein qualifiziertes Screening unter Qualitätssicherung und auch für das Risikoklientel, dass das angeboten werden muss. Ich finde, das war schon ein sehr, sehr großer Schritt, dass sich zusammen die zwei Gesellschaften getan haben und eine Erkrankung, die eigentlich in der Pneumologie vor allen Dingen so eher das schwarze Schaf der Gesamtheit der Pneumologie ist, gehighlightet haben. Und was stand in dieser S3-Leitlinie damals? Das erste Mal überhaupt das Wort Prävention erwähnt und Kapitel 4 als erstes erstmal vermerkt, Rauchen schadet der Gesundheit, man sollte aufhören zu rauchen. Und dann geht es weiter mit konkreteren Ideen, nämlich die Etablierung eines möglichen Screenings, jetzt noch oder damals völlig in einem Graubereich gehalten, idealerweise von Risikopersonen mit 20 Packungsjahren, Rauchen und Risikofaktoren. Dabei sind in der Tat als Risikofaktoren alles Rauchen assoziierte, andere maligne Erkrankungen wie Lymphome, Asbestexposition zusammengefasst gewesen, oder aber 30 Packungsjahre und mehr. Und ein Screening, das idealerweise an einem am besten Fall DKG-zertifizierten Lungenkrebszentrum stattfindet, qualitätsgesichert. Die Probanden sollten zwischen 55 und 74 Jahre alt sein, maximal 15 Jahre abstinent und natürlich Follow-up von mindestens 2 Jahren in Folge. Und wie schon aus der vorherigen Folie ersichtbar, eine Raucherentwöhnung sollte dabei mit integriert sein. Gut. Fußend war das auf den Studien, die wir hier sehen, vor allen Dingen die für Sie linke Seite, da waren die Studien, die in der Tat schon ausgewertet waren. Die großen Hallmark-Studien hier für den europäischen Bereich, Nelson und Lucy, waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgewertet. Vor allen Dingen Nelson, was ja so eine Key-Message gebracht hat, hatte in der Tat noch überhaupt kein Resultat hervorgebracht. Vom NLST, der amerikanischen großen Screening-Studie, wissen wir, ganz kurz erwähnt, 20% Reduktion der Lungenkrebssterblichkeit und sogar der Gesamtmortalität Reduktion um 6,7%. Nelson, 2019 haben wir auf dem WCLC das erste Mal davon gehört, dass es Ergebnisse gibt. 2020 kam dann die Publikation, Reduktion der Gesamtmortalität, der Lungenkrebsmortalität um 24%, bei Frauen sogar bis zu 40%.
und zeitgleich so ein bisschen, genau, was uns dabei gelungen ist, muss man sagen, ist, oder was den Belgiern damals gelungen ist, ist in der Tat ein Shift aus dem Stadium 3, 4 in das frühe Stadium, in das operative Stadium 1 zu schaffen. So grob ist das in etwa gleichgesetzt. Wir haben einzelne Tumorentitäten wie den Kleinzeller, den wir mit dem Screening verpassen, der wird auch weiterhin im Stadium 4 bleiben, aber da gab es Veränderungen. Bisschen untergegangen unter dieser riesigen Welle der Nelson-Trial ist die deutsche LUSI-Studie, auch ein Screening von 2000 Patienten immerhin in Deutschland, die auch eine relevante Reduktion der Lungenkrebsmortalität gezeigt hat. Spannend da drin, Frauen profitieren davon, Männer nicht. Nachanalysen sowohl von Nelson als auch vom NLST haben gezeigt, dass das auch in diesen Studien schon der Fall war, aber nicht so deutlich herausgearbeitet war. Sowohl Nelson als auch LUSI hatten keine Auswirkung auf die Gesamtmortalität, möchte ich an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Diese Folie kennen Sie von eben schon in anderer Darstellung. Ich möchte auch nur eigentlich auf den finalen BFS-Bericht hinweisen, der jetzt im Dezember letzten Jahres erschienen ist. Und der fasst eigentlich sehr schön zusammen. Es gibt Voraussetzungen, dass man das in Deutschland etablieren sollte. Und die sind vor allen Dingen Informationen der Teilnehmenden, eine Evidenz- und qualitätsgesicherte Früherkennung als Prozess, sprich Weiterentwicklung soll möglich sein. Es sollte idealerweise ein bundesweites Register geben, wo alle Daten zusammenlaufen, woraus man dann Rückschlüsse ziehen kann. Einbeziehung eines Pneumologen, es ist halt das BFS, da sind weniger Pneumologen drin, ist nennenswerterweise auch festgehalten und die stellende rechtfertigende Indikation logischerweise durch den fachkundigen Radiologen. Was auch sehr wichtig ist zu erwähnen, dass eine Trennung stattfinden soll zwischen Früherkennung und Versorgung des Patienten, sprich wir haben eine Früherkennung und dann eine klinische Versorgung. Die Früherkennung umfasst nämlich das Screening und ab dann, wenn wir einen Befund haben, der einer klinischen Abklärung bedürft, wird der Patient oder wird der Proband oder der Gescreente zum Patienten. Wie sieht jetzt die pneumologische Einrichtung aus, die Aufgabe, was wir als Pneumologen haben? Wir sollen die Zugangsfunktionen darstellen zur Früherkennung, sprich die Patienten, die Probanden, die Interessierten sollen sich bei uns vorstellen. Wir sollen Fragen klären, wir sollen Ängste vielleicht schon mal nehmen. Wir sollen ein Erstgespräch führen und darüber hinaus über Anamnese ein Risikoprofil erheben und die individuelle Situation dem Probanden erörtern und prüfen, ob er geeignet wäre, an diesem Screening teilzunehmen. Also es soll grob der gesamte Screening-Ablauf mit Datenverarbeitung, Wiedervorstellung und so weiter aufgenommen werden. Und auch hier ist wichtig zu erwähnen, eine Rauchentwöhnung soll mindestens angeboten, wenn nicht sehr stark nahegelegt werden. Hiernach soll die Überweisung an Sie als radiologische Einheit erfolgen und wenn das Screening erfolgt ist, dann kommt gleich noch eine kurze Folie zu, dann sollen wir die weitere Abwicklung der rückgemeldeten Befunde übernehmen. Vorherig soll es eine Zertifizierung geben für uns Pneumologen, vor allen Dingen für die niedergelassenen Pneumologen, die auch noch alle 3 Jahre rezertifiziert werden muss. Zusätzlich Dokumentationsverantwortung in eigener Erhebung, aber es soll gleichzeitig bundeseinheitlich erfolgen. Sie sehen hier den Prozess. Im Grunde stehen wir Pneumologen hier am Anfang. Dann kommt das Screening. Hier in der Mitte sind wir Pneumologen eher im klinischen Kontext mit involviert, weil das nämlich die Bereiche sind, wo dann die Lungenkrebszentren eine Rolle spielen im Sinne der Zweitbefundung bzw. Indikationsstellung zur weiteren Abklärung von Veränderungen der Lunge. Und zum Schluss stehen wir wieder da und sollen für die nächste Runde vorbereiten bzw. die Probanden da führen. Das BFS hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man sowas etablieren kann. Und das muss man ganz klar sagen, die Gedanken sind wirklich gut. Und das, was ich jetzt teils auch kritisch sagen werde, soll das Denken gar nicht in den Schatten stellen. Wir haben 59 Lungenkrebszentren mit insgesamt 75 Standorten in Deutschland. Das heißt, wir werden es gar nicht schaffen, ohne dass wir zusätzliche assoziierte Kliniken haben. Und das sind diese assoziierten Dependanzen, die hier gemeint sind, dass jeglicher Nodulus, der abklärungsbedürftig ist, von einem Lungenkrebszentrum gesehen wird.
Die Zuweisung zu den Dependanzen und zu dem Lungenkrebszentrum soll über den ambulanten Weg erfolgen. Das heißt, wir haben assoziierte Pneumologen, die zum Radiologen, wie wir eben schon gehört haben, überweisen und wenn es dann abklärungsbedürftige Befunde gibt, die weitergeben an das Lungenkrebszentrum zur Zweitmeinung. Entweder direkt oder, wie Sie hier sehen können, als über die assoziierte Dependanz, die zufällig oder die DKG gewünscht, mit dem Lungenkrebszentrum zusammen die gleiche Zertifizierung durchgemacht haben. Dem möchte ich einfach mal Zahlen gegenüberstellen. Wir Pneumologen sind eine relativ kleine Herde. Wir haben so circa 1200 Schafe überhaupt nur. Und von uns sind 628, das sind aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2021, überhaupt nur ambulant tätig. Uns gegenüber stehen Sie als Radiologen mit circa 8-mal so viel Mitgliedern und auch 8-mal so viel Leuten in der Niederlassung. Soll kurz umheißen, wir sind einfach viel zu wenig Pneumologen, die sich zusätzlich zertifizieren sollen, die rezertifizieren sollen, im Grunde ein Register führen sollen, als dass wir das alles wirklich, wenn ein Riesenboom hinsichtlich Lungenkrebs-Screening aufkommen sollte, der Deutsche ist Gott sei Dank kein wirklicher Vorsorgebulle, sodass man sagen muss, wahrscheinlich wird es einen ersten Run geben und das wird dann irgendwann abflachen. Aber ich sehe da in der Tat große Probleme, dass wir Pneumologen das hinbekommen, die Leute dann alle wirklich gerecht zu versorgen. Genau. Der Kritik gegenüber möchte ich einmal stellen, wie wir das in der Hanse-Studie machen. Wir sehen an erster Stelle die Rekrutierung. Wir machen das über Anschreiben, direkt an die Probanden. Wir haben Auszüge aus den Einwohnermelderegistern, ohne dass wir wissen, ob sie Raucher sind oder nicht. Wir haben die Haus- und Fachärzte auf unserer Seite und natürlich die Medien. Es erfolgt eine Online-Registrierung, wo eine Risikovoreinstufung stattfindet. Die findet entweder online oder aber über Hotline oder Postale statt. Die einen relevanten Score haben, werden dann zu uns zur Screening-Site eingeladen. Es erfolgt dann die effiziente Risikoermittlung und dann auch der Einschluss in das Screening. Und weitere Bestandteile, die wir internistisch übernehmen, wozu momentan eine Lungenfunktion, eine Blutdruckmessung mit Gefäßsteifigkeitsmessung gehören und auch eine Empfehlung eines Rauchfreiprogramms nebst einer Kurzintervention zum nicht rauchen. Dann erfolgt der CT-Scan und dann nach Befundung geht es im Grunde auf unserer internistischen Seite weiter. Die Befunde, die unauffällig sind, werden verschickt, gehen an die angegebenen Haus- und Fachärzte raus und an die Probanden selber. Die Befunde, die auffällig sind, gehen bei uns in eine klinische Konferenz, in eine Tumorkonferenz und werden dann quasi in die klinische Versorgung eingeschleust. Mit anderen Worten, wir machen nichts anderes als im Grunde schon ein bisschen später vom BFS gefordert. Wir trennen Früherkennung von Versorgung des Patienten, haben aber so ein bisschen anderen Weg gewählt. Und damit möchte ich meinen Impuls beenden und gebe gerne an Jens Vogel Clausen ab. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu zeigen, was wir, wir haben die Corona-Pause nämlich genutzt, um das Lungenkarzinom-Früherkennungsprogramm auf die Straße zu bringen. Und wir sind da sehr glücklich, dass wir Funding haben, einmal von der Lung Ambition Alliance, das ist AstraZeneca, die sich da auf die Fahne geschrieben haben, auch die Lungenkrebssterblichkeit in den nächsten 5 Jahren zu halbieren. Und da gehört auch der Strang der Früherkennung dazu, wie Sie eben schon von Herrn Bäumann gehört haben. Und dann sind wir gefördert, weil wir auch einen hohen wissenschaftlichen Anspruch haben vom Deutschen Zentrum für Lungenforschung. Und diese Hanse-Studie ist in 3 Zentren in Norddeutschland, MAH als führendes Zentrum, das ist als IIT aufgesetzt, mit den starken Partnern, dem UKSH Lübeck in Schleswig-Holstein und der Lungenklinik in Großhansdorf. Und die Zahlen kennen Sie sie. Ich wollte nur sagen, wir wissen seit 2011, dass Lungenkarzinom-Screening wirkt mit Niedrigdosis-CT und dass es die
Mortalität hier ist, auch die Gesamtmortalität senkt. Das war aber nicht in allen Studien so, sondern in der Nelson-Studie, die war nicht so hoch gepowert, die war auch nur für Männer, das ist auch ein großer Malus, ne? Die war nur gepowert für Männer. Und da konnte man auch die Lungenkrebssterblichkeit sehen, ja, aber, und das ist der Kicker, und ich möchte Ihnen jetzt so ein bisschen die Augenwinkel weiten. Wenn wir Lungenkrebs-Screening machen, dann ist es ganz wichtig, auch auf anderes zu gucken. Denn Sie sehen hier, ein Drittel der Mortalität ist von anderen Neoplasien. Gut, wenn sie nicht auf dem Lotus-CT des Thorax sind, können wir sie auch nicht entdecken. Aber was wir entdecken können, sind kardiovaskuläre Atherosklerose in den Koronarien. Und Sie sehen, 21% dieser Beteiligten hat so viel Komorbiditäten, und hier ist das kardiovaskuläre Todesrisiko ein deutlich höheres. Und diese beiden Faktoren führen dann im Endeffekt dazu, dass hinten die All-Cause-Mortality, die Rate-Ratio, sich nicht unterscheidet. Ja? Und deshalb hat die Hanse-Studie eher einen holistischen Ansatz, und wir gucken nicht nur auf das Lungenkarzinom-Screening, sondern wir gucken auch das Herz und auf die Lunge selber. Das hatte Ihnen Herr Bollmann schon gezeigt. Ich will ein bisschen noch die Rolle des Radiologen zeigen. Das ist das vom BFS vom letzten Jahr, können Sie sich runterziehen, im Bundesanzeiger veröffentlicht. Wenn wir hier, und die haben hier genaue Vorgaben gemacht, die wir einhalten werden müssen. Und es ist auch so, wir Radiologen wissen noch nichts davon. Es ist noch nicht in die Breite getragen. Und 2024 ist nicht mehr lang hin, 1,5 Jahre. Wir sind sozusagen auf der Zielgerade und müssen aufwachen. Und wir haben noch ein paar Hausaufgaben auf dem Weg dahin zu tun. Wenn das CT, das auch nach bestimmten Standards durchgeführt werden muss, Low-Dose-CT, das BFS hat da Vorgaben gemacht, durchgeführt wird, dann gibt es eine Erstbefundung. Und das BFS gibt eine Schwelle an, ja, nach der Malignitätswahrscheinlichkeit des Knötchens. Wenn das eine bestimmte Schwelle überschritten hat, muss es eine Zweitbefundung geben. Das Graue ist hier die assoziierten Zentren, dass sie das machen können. Aber die Zweitbefundung muss in den zertifizierten Krebszentren stattfinden, also den Lungenkrebszentren. Die machen dann über der Schwelle die Zweitbefundung. Wie gesagt, die Schwelle ist noch nicht genau festgelegt vom BFS. Das ist auch eine Aufgabe von uns, von uns Radiologen in der Deutschen Röntgengesellschaft, das mit dem GBA zusammen zu gestalten. Und dann, wenn Erst- und Zweitmeinungen einig sind, dann weiß man, ob das jährliche Screening, was empfohlen wird, fortgesetzt wird oder ein kurzfristiges Follow-up gemacht werden wird in 3 oder 6 Monaten, je nach Screening-Nodule-Knötchen-Management-Algorithmus, der gewählt wird. Und das ist auch eine Sache, ist noch nicht festgelegt worden. Wir in der Hanse-Studie mussten für die Implementierung uns den Algorithmus zusammenbasteln aus der Literatur, wo wir denken, dass sie die beste Performance hat. Weil es ist ja klar, der Radiologe hat die Aufgabe, die Karzinome zu trennen von den benignen Knötchen. Ja? Und das ist die Kernaufgabe. Und das müssen wir mit einer guten Testperformance machen und einheitlich in ganz Deutschland. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, in den nächsten 1,5 Jahren alle von Ihnen so vorzubereiten, dass wir auf dem Standard sind. Und dann, wenn das Screening positiv ist, dann gibt es die interdisziplinäre Fallkonferenz, die Herr Bollmann ja schon erwähnt hatte, die haben wir im Tumorboard, in dem CCC, da ist schon eingerichtet, und aus der Hanse-Studie fließen dann auch unsere gescreenten positiven Fälle dort ein und werden in dem Algorithmus des Krebszentrums, den es ja jetzt schon gibt, abgearbeitet. Also dieser Algorithmus ist ganz wichtig, auch die Verzahnung hier zwischen der Früherkennung und der Versorgung, ganz, ganz wichtig, das sind neue Strukturen, und Herr Schmidt hat es ja erwähnt, das ist die größte Herausforderung und strukturelle Umstellung mit neuen Abrechnungsziffern seit dem Mammo-Screening. Gut, wie haben wir das umgesetzt? Es war wirklich, da hat mal was gepasst, die zeitliche. Wir hatten die Hanse-Studie vorbereitet, und uns war das BSF-Dokument gut 1,5-2 Monate vor Studienstart bekannt. Und so konnten wir letzte Anpassungen machen hin auf den BSF-Bericht, ne, mit dem Erst- und Zweitreader. Wir waren 3 zertifizierte Lungenkrebszentren. Alles, was in grün ist, ist vom BFS gefordert. Aber was haben wir gesagt? Wie kommen wir an die Probanden ran? Ja, wir sind gut als Radiologen.
ja, die Bilder zu befunden. Wir sind auch extrem gut dabei, die Befunde zu machen und die Befunde zu mitteilen. Aber wo wir nicht gut sind, weil wir ja traditionell die Patienten überwiesen bekommen, ist die Akquise von Probanden. Und das haben wir Profis überlassen, nämlich einer CRO und einem Callcenter, die auch Werbung gemacht haben. Wir machen personalisierte Anschreiben und für die Studie war es möglich, das aus den Registern zu machen, der Städte und Landkreise, die uns dann die Adressen gegeben haben zwischen 55 und 79 Jahre. Und wie Herr Schmidt schon gesagt hat, es ist ja nicht für alle da. Das Lungenkrebs-Screening ist nur für die Hochrisikogruppe. Also muss man eine Risikogruppe definieren und die Hanse-Studie schaut halt, welche am effektivsten sind. Wir vergleichen da die Nelson-Einschlusskriterien mit den Packungsjahren zu dem PLCO-Score. Wer das noch nicht weiß, das ist so ein Risikoscore, der relativ gut ist, auch schon 2010 publiziert im New England Journal. Und wir gucken, wie wir das am effektivsten gestalten, weil es ist auch eine Herausforderung für die Gesellschaft und der GBA wird ja in Kürze drauf gucken, wie viel Geld verwendet werden muss. Ne? Und dann hängt es natürlich auf ab, wie groß die Screening-Population ist, wie teuer das Ganze wird. Was ganz wichtig ist, 80% unserer Probanden melden sich über das Webportal an. Ne? Ein gutes, gehen Sie auf www.hanselungencheck.de, da gibt es ein Knöpfchen, ich mache mit. In 5 Minuten wird Ihr Risikoprofil analysiert und dann geben wir das nicht bekannt, sondern wir sagen, Sie sind Hoch- oder Niedrigrisikopatient. Und wenn dann jemand Hochrisiko ist, dann kann er sich direkt bei uns einen Termin am Truck buchen. Wir haben auch eine End-to-End-Pipeline von diesem Webportal bis hin zur Befundübermittlung, strukturierter Befund. Der wird an den Probanden, und da lege ich großen Wert drauf, auf an den Hausarzt gesendet. Weil wenn Nebenbefunde da sind, hat dieser gleich diese Information. Die Einbettung und Vernetzung in das bestehende Gesundheitssystem, dieses Lungenkarzinom-Screening, ist uns sehr, sehr wichtig, um es auch qualitativ hochwertig zu machen. Wir haben auch, wie gefordert vom BFS, eine zentrale Datenbank und auch Bilddatenbank. Nun, die Thoraxradiologen. Ne? Wir mussten in jeder der 3 Kliniken Radiologen finden, die sich dafür zertifizieren lassen. Die waren nicht vorbereitet. Das einzige spezielle Training, was es gibt, ist von der ESTI, ne? Der Europäischen Society of Thoracic Radiology. Da haben wir das Training durchlaufen, war so viel vorbereitet. Das zweite ist, was Sie brauchen, ist eine dedizierte Software. Ja, ist ein ganz neuralgischer Punkt, über den wir uns auch in der Röntgengesellschaft in den nächsten Monaten auch beschäftigen müssen. Denn wir wissen alle, wir müssen volumenbasiert diese Knötchen machen. Ich frage jetzt nicht, aber ich habe es öfter schon gefragt, die wenigsten von uns Radiologen machen Volumetrie von Lungenknötchen in der Lunge. Aber es wird vorgeschrieben sein in dem nationalen Programm. Und wir wissen alle, dass unterschiedliche Softwaren unterschiedliche Volumina vom gleichen Knötchen auf dem gleichen Scan herausspucken. Und ich sage, wir müssen uns einigen, national, auf welchen Standard wir uns einigen, damit ich nicht ein wachsendes Knötchen habe, wenn ich auf einmal von Hamburg nach München ziehe, nur weil in München eine andere Software benutzt wird. Ja. Also haben wir uns auf eine einheitliche Software geeinigt. Und die macht im Endeffekt Folgendes. Die hat ein CAD-System, automatische Detektierung der Knötchen, also mit einer relativ guten Performance, dass es dem Radiologen auch wirklich die Arbeit abnimmt. Dann eine automatische Volumetrie, da müssen Sie auch aufpassen, wie der Algorithmus das macht oder nur die Volumetrie durch die Diameter abschätzt. Und das dritte ist die Kategorisierung. Wir haben uns für eine modifizierte Lungrads 1.1 Kategorisierung entschieden, die wird in den USA benutzt, bloß das Thema des Wachstums war besser in der Nelson-Studie und so haben wir das kombiniert, die Volume Doubling Time mit der Lungrads 1.1 und der Artikel ist im Press, das Methodenpaper der Hanse-Studie, werden wir das auch publizieren in der Röfo, die Sie ja auch alle bekommen. Und dann haben wir den ersten Reader und den zweiten Reader gemacht und die Schwelle, die wir genommen haben, weil es aus radiologischer Sicht am sinnvollsten war und auch die Workload reduziert, ist Lungrads 3. Das sind die probable intermediären Befunde, wo ein 6-Monats-Follow-up empfohlen wird. Und das ist ein bisschen anders im BFS beschrieben. Da ist alles, was nicht negativ ist, muss nochmal gelesen werden. Und da haben Sie 90% der Fälle müssen 2-mal gelesen werden. Und wenn wir das so machen wie hier, werden nur 15% der Fälle 2-mal gelesen. Und ich glaube, es gibt zwar mehr Radiologen als Pneumologen, aber ich glaube, das ist eine wichtige Message. Und wir werden gucken, wie diese Schwelle wirkt in der Hanse-Studie. Radiologische Fallkonferenz, haben gesagt, strukturierte Befund. Wir haben in der Software, die wir benutzen,
auch zusammen mit der Firma gearbeitet und angepasst an das BFS einen automatisierten Befundbericht. Der spuckt automatisch einen Brief an den Probanden und an den Hausarzt auf, in den Kategorisierungen, so wie wir das haben wollen. Und alle positiven Befunde gehen in das Tumorboard. Und wie wollen wir das machen? Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, High-Volume-Screening zu machen. Ja, also die Wahrscheinlichkeit in der Hochrisikogruppe ist so 1-2%. Und wenn die Statistik, da will ich Sie nicht mit behelligen, aber wenn man das machen will, kommt man ungefähr auf 5.000 Probanden. Und wir haben die Infrastruktur nicht, ne? An den 3 Zentren 5.000 Probanden, alles mit diesem Rekrutierung und so weiter. Und ich wollte nicht abhängig sein von den MTAs, die dann nicht da sind oder zu wenig und die Abteilung dann keine MTAs dafür freistellen. Also haben wir einen Truck gemietet, auch die MTA gemietet, zusätzliche Ressourcen zu schaffen, um 5.000 Hochrisikoprobanden einzuschließen. Und ich glaube, das darf ich schon verraten. Wir haben im August angefangen, am 23. Juli. Das war mein Geburtstag, war ein schönes Geburtstagsgeschenk. Und wir werden es im Juli, August auch schaffen, die 5.000 Hochrisikoprobanden nicht nur in das Programm einzuschließen, sondern auch zu scannen. Wir haben uns für einen Scanner von Siemens entschieden. Ich glaube, das darf ich in dieser Session hier sagen, weil es einen Zinnfilter hatte, sehr schonend, die Dosis macht bei super Qualität. Wir sind da sehr zufrieden und wir benutzen ungefähr ein Drittel der natürlichen Strahlung, die Sie abbekommen würden, wenn Sie ein Jahr hier in Deutschland leben würden. Und wir gucken ja nicht nur auf das Knötchen, sondern mit diesem holistischen Ansatz auch auf den Koronarkalk und auf das Emphysem. Und diese drei Sachen macht die Software alles mit KI-Unterstützung, bevor der Radiologe an die Workstation kommt. Das ist alles voranalysiert. Und der Radiologe muss nur noch schauen und gucken, ob das plausibel ist, weil sonst ist das ja gar nicht möglich. So sieht das dann aus. Hier ist das Knötchen automatisch detektiert, volumetriert und hier kategorisiert in Langrads 4X. Es ist sogar die Volumenverdopplungszeit gezeigt und hier der Brooks-Score, das ist so ein Malignitätsrisikoscore, der auch in diesem Scoring-System wichtig ist, verhaftet. Und so sieht der Befund aus, bei positiven Befunden, aber nur bei positiven Befunden, weil es ja auch viel, das ist ein gesondertes Thema, könnten wir auch noch abendfüllend besprechen, ist nur bei positiven Befunden zeigen wir auch das Bild dem Probanden und den Hausarzt und den Zuweisern, um die Adherenz, ne? Weil sie müssen ja dann kommen und sich behandeln lassen, zu steigern. Bei negativen und Intermediärbefunden zeigen wir keine Bilder, da ist nur der Standardtext hier gezeigt. Und so möchten wir ca. 150 Lungenkrebse sehen, die Zahlen in den zwei Screening-Runden, die wir machen, und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber wichtig auch, das ist einer der primären Endpunkte, wir wollen den positiven prädiktiven Wert anschauen. Der war bei der Nelson-Studie so bei 40-45% in den Studien oder in der Implementierung in England ist er bei 60%. Wir sagen, wir wollen um die 50% sein und das wird die Zahl, wer Mammo-Screening macht, der kennt sowas, den positiven prädiktiven Wert, weil das auch ein Qualitätsindikator ist. Der darf nicht zu hoch sein und nicht zu niedrig sein und ich denke, dass es irgendwo sich bei 50% einpendeln wird. Hier ein Fall, positiver Screen, Sie sehen hier ein Knötchen spekuliert, aber was der Computer ausspuckt, ist viel mehr und wir müssen uns daran gewöhnen. Sie sehen das Volumen, die mittlere Dichte, Sie sehen auch ein Histogramm des Knötchen, der Dichte-Histogramm, wo Sie auch dann leichter Verkalkungen feststellen können und PET-CT positiv, T1, N0, M0 mit einer Heilung. Aber es sind nicht alle Fälle so wie dieser und deshalb habe ich Ihnen dieser mitgebracht. Das Milchglasknötchen, ne? Da scrollt man, ne? In der Praxis scrollen Sie da drüber, Sie sehen da ganz viele von. Aber wenn Sie das in dieser Software machen und das ist wirklich die nächste Stufe der Qualitätssicherung und Sie müssen ja sehen, die Leute kommen hin und sie sind gesund und sie wären nicht zu Ihnen gekommen in Screening, wäre es das Screening-Programm nicht gegeben. Da haben Sie auch eine hohe und ganz andere Verantwortung, als wenn es ein Patient ist, der zu Ihnen kommt. Und das Knötchen, denkt man visuell, ist über 6 Monate gleich, aber schauen Sie mal auf das Dichte-Histogramm. Ne? Die Dichte verschiebt sich hier hin zur höheren Dichte und das automatische Volumen, was berechnet wird, ist so circa 9% größer. Und der Patient hatte 2-3 dieser Läsionen und das war ein Adenokarzinom, ne? Ein langsam wachsendes. Ein Satz noch zu Calcium-Scoring. Warum machen wir das? Also Calcium-Scoring ist noch keine Leistung, die von der Kasse bezahlt wird. Man ist da dran mit dem GBA, das wissen Sie alle. Deshalb werden nicht viele von Ihnen dieses Calcium-Scoring anbieten, außer für den Privatpatienten. Aber
Wir haben hier eine Methode, die ganz am Anfang der Pipeline steht, denn die kommt umsonst mit beim Lungenkarzinom-Screening. Und die Wissenschaft ist mittlerweile so weit, dass man mit KI-Algorithmen das koronare Calcium einigermaßen zuverlässig quantifizieren kann. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen, dass der Agatston-Score ein unabhängig etablierter Marker ist für zukünftigen Schlaganfall, Herzinfarkt und kardiovaskulären Tod. Und ich sage immer, die Probanden bringen schon zwei Risikofaktoren mit. Das ist einmal das Alter, alle sind bei uns in der Studie über 55. Und das zweite ist das Rauchen. Ja? Und wenn sie dann noch Calcium haben, was wir sehen, dann kommen sie auch bei einem Calcium-Score über 0 schon auf dem Threshold von 7,5% Major Adverse Cardiovascular Events. Und das ist so die Schwelle für den Kardiologen zu sagen, lass uns doch mal über deine Herzvorsorge sprechen. Ja, und so denke ich, könnten wir beides verbinden, das untersuchen wir, die eine Hälfte randomisiert bekommt die Information, die andere nicht und dann gucken wir nach 5 und 10 Jahren, ob sich da was an der MACE-Inzidenz und der Herzmortalität senkt. Noch ein Fakt dazu, es werden, in unserer Studie ist es wahrscheinlich noch ein Tick höher, 50% haben positiven koronaren Calcium-Score, aber nur 1-2% haben Lungenkarzinom. Na, so können wir für einen viel höheren Prozentsatz eventuell was Gutes tun, wenn wir das Herz mit befunden. Das Gleiche geht auch fürs Emphysem. Da gucken wir randomisiert und zeigen der einen Hälfte ihre Destruktion der Lunge, der anderen Hälfte nicht und gucken, ob das einen Einfluss hat auf die Rauchentwöhnung oder darauf, dass sie wiederkommen, weil sie einfach wissen möchten, wie sich ihre Lunge entwickeln hat. Ich denke, für diese nationale Aufgabe haben wir aber noch einige Hausaufgaben zu machen und die müssen wir gemeinsam machen in der Deutschen Röntgengesellschaft, mit der Deutschen Pneumologischen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem GBA. Wir müssen uns einigen auf ein einheitliches Knötchen-Befundungsschema mit strukturiertem Befundgericht, der auch einheitlich sein sollte, und definitiven Kriterien der Zweitbefundung. Dann das Zweite ist genauer Ablauf der Konsensusbildung und die Zusammenarbeit mit den Pneumologen. Das Dritte ist, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen eine Führung auch für dieses Programm, weil ohne das geht es nicht. Und was wir nicht wollen, ist ein ungeordnetes graues Screening auf einem unterschiedlichen Niveau. Wir können uns es auch, wir haben eine hohe Verantwortung als Radiologen, Sie sehen, das Mammoscreening ist auch hochstandardisiert. Wir brauchen ähnliche Standards auch national einheitlich in Deutschland. Und das, glaube ich, müssten wir jetzt auf den Weg bringen und zusammen das Gespräch suchen mit dem GBA und solche Sachen diskutieren. Und dann müssen wir flächendeckende Strukturen haben. Herr Bollmann hat es erwähnt und das ist Aufgabe des GBAs. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben und wenn Sie mal eine Minute Zeit haben, gucken Sie vorbei auf www.hanselungencheck.de. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an unsere beiden Referenten. Ich denke, es war wirklich spannend zu hören, wie es bei der Hanse-Studie abläuft. Wir sind ja öfter in Kontakt, aber es ist auch immer wieder interessant, was der Fortschritt ist und wie es jetzt weitergeht. Ja. Was mich interessieren würde in unserer Zuhörerschaft, vielleicht kann man das so ein bisschen per Handzeichen machen, für wen ist das Thema Lungenscreening heute schon ein Thema? Also wer ist da schon dabei, sich darauf vorzubereiten? Ja, doch, einige. Ja, gut, genau, weil das wird, wie gesagt, es wird kommen. Es ist die Ansage, dass das Ob jetzt geklärt ist und dass wir jetzt über das Wie reden. Und ich kann auch nur empfehlen, sich den BFS-Report schon mal anzuschauen. Da sind auch die technischen Anforderungen sehr detailliert, wie es beim Bundesamt für Strahlenschutz üblich ist, geregelt. Und dann kann man auch schon mal schauen, was die apparative Ausstattung der Praxen angeht, was man braucht, was man haben muss auf der Software-Seite, aber auch auf der CT-Scanner-Seite. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu beantworten. Ja, hier unsere beiden erfahrenen Experten. Deshalb fordere ich ausdrücklich aus, Fragen aus dem Publikum. Wer möchte, kann zum Mikrofon vorgehen und genau, da haben wir eine. Ich glaube, Sie müssen irgendwo. Geht's?
funktioniert, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Vielen Dank erstmal für den schönen Überblick über das interessante und sehr wichtige Thema. Ich habe zwei Fragen dazu. Erste ist, volkswirtschaftliche Kosten des Screeningsprogramms, kann man absehen, ob es Geld kostet oder am Ende sogar was spart? Und die zweite Frage ist, wird der Coronarkalk auch im Screening-Programm eingebettet werden? Und wenn ja, welche Konsequenzen werden aus Coronarkalk dann daraus entstehen? Ja, ein großer Teil der Hanse-Studie ist auch, das wirtschaftlich durchzurechnen. Auch hat noch keine Studie prospektiv diesen holistischen Ansatz gehabt mit dem Calcium-Score zusätzlich. Aber wir denken, dass wir die Gesamtsterblichkeit weiter senken können. Und was Sie gesagt haben, dass es eventuell einen gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Nutzen hat, diese Vorsorge, da bin ich mir sicher. Und wenn man sieht, was die Therapien kosten, wenn die Lungenkrebse im Stadium 3 und 4 entdeckt werden mit den neuen Immuntherapien, da ist ein Low-Dose-CT dagegen, ein Klacks dagegen. Und ich glaube, das muss man auch immer sagen. Hinzu kommen auch neue Therapien im frühen Stadium von der Pharmaindustrie, sodass sich das Feld da auch weiterentwickelt. Das Zweite ist, wird das Calcium-Scoring kommen, ja oder nein? Es ist so, dass es hier formal zunächst um das Lungenkarzinom-Screening geht und das vom GBA auch so erstmal der Fokus ist. Aber wenn wir dann mehr Daten haben und in 4 Jahren haben wir die ersten Daten von der Hanse-Studie prospektiv hier in Deutschland und dann der Evidence da ist, dass wir das auch machen, gemeinsam mit dem holistischen Ansatz, bin ich mir sicher, dass das auch dann vorgeschrieben wird. Jetzt können Sie das, wenn das Screening jetzt 2024 anfängt, denke ich, können Sie das mitmachen und so, wie wir das in der Hanse-Studie gemacht haben, als eigenverantwortlicher Arzt, aber vorgeschrieben wird es, glaube ich, erst, wenn wir mehr wissenschaftliche Evidenz haben. Genau. Also ich kann auch noch beitragen, zur Größe der Zielgruppe gibt es etwas verschiedene Schätzungen. Die liegen aber zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen in Deutschland. Also das DKFZ sagt ungefähr 3 Millionen. Man kann nach Erfahrungen aus anderen Ländern sagen, dass ungefähr ein Drittel wahrscheinlich hingeht. Ja, dann hätten wir zwischen 500.000 und 1 Million CT-Scans in Deutschland, die in dieser Gruppe gemacht werden. Das ist im Vergleich zu den 12 Millionen CT-Scans, die heute in Deutschland aus anderen Gründen gemacht werden, ist das eine signifikante Steigerung, aber nicht unschaffbar, glaube ich. Die Kostenschätzungen liegen so bei 120 bis 150 Millionen Euro für den ambulanten Teil, also für das eigentliche Screening, für die CT-Scans und Indikationsstellungen und so weiter. Das klingt erstmal viel, ist aber deutlich weniger, wenn man bedenkt, dass alleine für Osimertinib in Deutschland inzwischen 1 Milliarde pro Jahr ausgegeben wird. Also für spätphasige Therapien werden ganz andere Summen in Deutschland heute ausgegeben. Ja, und zunehmend mehr, weil ständig neue Immuntherapeutika auf den Markt kommen. Ja, also man wird sehen dann am Ende, ob es entweder eine relativ kleine Ausgabe ist im Vergleich zum Gesamtbudget für Lungenkrebs oder ob es sogar Kosten spart, weil man Patienten eine relativ teure Therapie erspart. Ja, und es ist natürlich eine enorme Verbesserung. Wir reden hier wirklich über 45.000 Todesfälle im Jahr. Das ist über 10-mal mehr als Verkehrstote wir in Deutschland haben. Ja, und einen enormen Beitrag aus der Radiologie, muss man sagen, um diese Zahl der Todesfälle enorm zu verringern. Ja, und das ist im Vergleich zu den Todesfällen, die man damit verhindert, sind die Kosten wirklich extrem gering im Vergleich zu allen anderen Maßnahmen, die man so im Gesundheitssystem macht. Also daran wird es auch nicht scheitern. Ja. Genau. Noch mehr Fragen? Da kommt jemand. Ich habe eine Frage. Sie hatten ja erwähnt, dass es sehr wichtig ist, einheitliche Software dann auch zu verwenden, um das Ganze auszuwerten. Wie ist die Idee dazu, das zu realisieren, dass dann wirklich alle partizipierenden Radiologen die gleiche Technik verwenden und bezüglich dann auch Anschaffungskosten, Folgekosten, Software-Update etc.? Ja, ich sehe das so und ich glaube, da setzen wir uns auch in der Deutschen Röntgengesellschaft für ein,
dass es eine europäische Ausschreibung geben wird für die Implementierung solch einer einheitlichen Software und dass es dann von einem Fachgremium implementiert wird und auch getestet wird und dass wir dann auch national natürlich auch viel mehr Power haben, günstige Preise zu verhandeln, wenn wir eine einheitliche Software haben. Also ich bin ein Verfechter ganz klar dieser einheitlichen Software. Vielleicht wird es auch 2, 3 Softwaren geben, wo man dann qualitativ keinen Unterschied sieht. Aber im Mammoscreening ist das ja auch standardisiert. Also sollen wir das auch hingehen? Es kann ja auch nicht sein, dass wir das auf dem Rücken der Probanden austragen, die da teilnehmen. Und deshalb denke ich, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Und der Weg ist für mich eine europäische Ausschreibung bei der Größenordnung und wer sich dann zertifizieren lässt, der muss sich dann auch in der Software, die man dann benutzt, zertifizieren lassen. Ja, also es gibt auch viel Erfahrung. Wir begleiten ja das Screening international und in den USA wird ja seit 2017 ist das in der Erstattung und das nationale Screening-Programm läuft. Also die Software ist da und die ist auch erprobt und ist auch für diesen Zweck zugelassen. Und wird in anderen Ländern seit vielen Jahren für diesen Zweck eingesetzt. Also von der Herstellerseite gibt es da keine Hemmnisse oder Hinderungsgründe. Ja, das funktioniert und läuft und ist erprobt in vielen US-Zentren, in teilweise den britischen Pilotprogrammen und so weiter, dass man da sagen kann, da ist es. Ja, die einheitliche Software ist natürlich jetzt etwas, was letztendlich der Gesetzgeber oder der GBA dann entscheiden und durchsetzen muss. Ja. Ich hätte mal noch eine Frage zur weiteren Abklärung von gefundenen Rundherden. Die werden ja irgendwie ab einer gewissen Größe histologisiert werden müssen. Wie viele neuen Lungenpunktionen werden denn da auf uns zukommen dann, CT-gesteuert? Ja, also wir machen die ja und ich habe ja diesen positiven prädiktiven Wert gesagt von 50%. Das heißt, 50% der Biopsien sollten mindestens positiv sein. Das ist unser Ziel. Wenn wir eine Prävalenz von 1-2, rechnen wir mal bis 2% Positivrate rechnen, dann sind 4%, also ist ein bisschen hochgegriffen, vielleicht 2-3% werden biopsiert und davon ist die Hälfte positiv. Also wenn wir, so muss man rechnen. Ne? Also wenn wir in den 2 Trakrunden so 220 haben, dann wäre zwei Lungenkarzinome finden wir in den Trakrunden und davon machen wir vielleicht 4 Biopsien oder Wedge Resection, ne? Und dann sind 2 davon positiv. Ja? So muss man so ungefähr rechnen. Ja. Also unsere Erfahrung ist auch mit diesem High-Volume-Screening, vielleicht Benjamin, kannst du auf deiner Seite noch was sagen, wir können das in das etablierte CCC-Lungenkrebs-Cancer-System einschleusen, ohne dass die Systeme dann nachhaltig überlastet sind, das kann ich so sagen. Aber da ist auch wieder in der Fallkonferenz, da wird ganz genau geschaut, oh, da hast du mal wieder einen Fall gegeben, das war ein benignes Knötchen, also Arbeit umsonst. Aber die kriegt man, aber wenn die Quote dann zu hoch wird und die Positivrate zu niedrig, das muss man monitoren als Qualitätsindikator, dass wir da in einem Korridor bleiben und ich denke, so um die 50% ist realistisch. Ja. Ja, das ist von unserer Seite sehr ähnlich zu sehen. Wir haben ein System, das an den Grenzen ist. Eine der Schwachstellen in dem, was das BFS dargestellt hat, ist definitiv die Zuweisung, sprich, wer gibt denn Ihnen als Radiologen jetzt die Patienten weiter oder die Probanden weiter? Der muss gescreent werden, weil sein Risikoscore hoch ist, weil er ein hohes Risiko hat, in den nächsten Jahren an Lungenkrebs zu erkranken. Das werden wir Pneumologen alleine nicht schaffen. Das ist ein Knackpunkt. Und der zweite Knackpunkt ist halt mit dem positiven prädiktiven Wert, wenn der zu hoch ist, wird das auch die Kapazitäten der Lungenkrebszentren sprengen. Das sind mittlerweile Konferenzen, wo auch von der Deutschen Krebsgesellschaft gefordert, Leute vorgestellt werden bei Verdacht, zum Durchwinken eines PET-CTs, dann prädiagnostisch oder prätherapeutisch, posttherapeutisch. Also es sind hohe Anzahlen an Tumorkonferenzbeschlüssen, die pro Krebspatient im Grunde schon beim Lungenkrebs-Screening, beim Lungenkrebs selber bestehen. Und dann kommen die Probanden aus dem Lungenkrebs-Screening noch dazu. Das heißt, das muss im Grunde schon durch eine sehr gute softwarebasierte Diagnostik von Ihrer Seite aus schon Richtung vernünftigen prädiktiven Wert runtergedrückt werden, dass wir nicht zu viele Fälle haben, die umsonst aufgearbeitet werden. Ja, wir sehen da
aus den britischen Programmen, die ja alle so in Nordengland sind, Liverpool, Manchester und so, an denen wir größtenteils beteiligt sind, sehen wir aber, dass das sehr gut funktioniert. Also auch im britischen Gesundheitssystem, was jetzt nicht für Überkapazität bekannt ist, ja, was eigentlich chronisch unterfinanziert ist, kriegt man das gut hin mit den Abklärungen. Die haben auch sehr, sehr, haben nur 2% benigne Resektionen, also haben sehr, sehr extrem wenig Eingriffe, die eigentlich, wo man nachher sagen würde, sind nicht nötig gewesen. Also die meisten Fälle sind wirklich Patienten mitten im Lungenkrebs, die dann sowieso die Versorgung belastet hätten, weil die wären ja ohne das Screening ein Jahr später mit einem Stadium-4-Tumor auch in die Klinik gekommen, wären auch biopsiert worden, wären auch therapiert worden. Das heißt, die Versorgung muss ja sowieso geleistet werden, nur halt früher oder später und kurativ oder palliativ, aber der Krebs geht ja nicht weg dadurch, dass ich ihn nicht erkenne. Ja, der wird nur größer. Gerade bei Lungenkrebs ist es ja in der Regel dann auch so, dass ein Krebs dann auch zum Tode des Patienten führt. Ich habe noch eine Frage zum der Folie mit den Lungenkrebszentren und den assoziierten Zentren oder Dependancen. Wo sehen Sie da die Rolle der ASV-Teams? Das war ein bisschen leise. Sie müssen es geht um die ASV-Teams. Wo sehen Sie die zwischen den Dependancen und dem Lungenkrebszentrum? Die ASV-Teams beim Lungenkrebs beziehen sich ja auf den Zeitpunkt nach Diagnose. Das heißt, da gibt es im Grunde gar keinen Zusammenhang mit dem Screening aktuell, zumindest nicht aktuell vorgesehen, sondern, und das ist bei uns an der Klinik gerade in der Tat auch ein großes Thema, dass wir auf ASV umstellen müssen, umstellen werden. Da spielt auch die Definition, ab wann ist ein Lungenkrebs gesichert, aktuell sehr stark rein. Da gibt es momentan eine Graufase, dass gesagt wird, was radiografisch schon aussieht wie ein Lungenkrebs, darf auch Lungenkrebs genannt werden. Wir Internisten würden immer auf die Histologie warten, dass die stimmt. In der Tat, ASV ist da, glaube ich, noch ein ganz anderes Thema, das viel, viel später ansetzt, einerseits, andererseits auch noch nicht ausdiskutiert ist, ab wann es eigentlich einsetzen darf. Noch eine Frage? Ja. Meine Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung. Was glauben Sie wirklich, wer wird die Screening-Untersuchungen dann hier in 5, in 10 Jahren in Deutschland befunden? Sind das niedergelassene Radiologen? Sind das Spezialisten, die sich einem durch die Gegend fahrenden Truck angeschlossen haben? Wer wird das Ganze vorantreiben oder wird das in den Krankenhäusern passieren? Ja, keiner kann in die Zukunft gucken. Wir haben ja das Modell mit dem Truck gemacht. Ich denke, man kann höhere Qualität fahren, wenn man High-Volume-Screening macht. Und weil es ja immer noch eine zweite Abteilung mindestens mit beteiligt ist, die Pneumologen, ist auch gut. Dann sagt man eine Woche, wir machen High-Volume und dann geht der Truck wieder weiter. Man kann halt in der Woche sich voll konzentrieren auf die Probanden oder die Menschen, die das Lungenkarzinom-Screening durchlaufen und die Qualität hochhalten und die Ressourcen dahin auch dann strukturieren. Ich glaube, es wird unterschiedlich sein. Jede Region hat andere Bedürfnisse. Was aber sein wird, ist, dass die Lungenkrebszentren, das werden die Fachzentren sein, wo die Fälle überwiesen werden. Und wenn Sie mitmachen wollen in der Peripherie als radiologische Praxis, müssen Sie sich einmal zertifizieren lassen und das geht nur in Assoziation mit einem zertifizierten Lungenkarzinomzentrum. Was dann auch die Überweisung macht. Was dahinter steht, ist, dass viele Krankenhäuser gar nicht vorhalten können, einen Thoraxchirurg und was alles nach hinten noch rankommt, da haben wir gar nicht noch drüber gesprochen, weil da muss auch Qualität vorhanden sein, weil sonst ist die Komplikationsrate der Resektionen oder auch der Punktion viel zu hoch. Aber ob das mit Truck passiert, die Screening, oder so integriert in den radiologischen Workflow, das kann jederzeit selber entscheiden. Ja, also das ist, kann man sagen, auch aus den Gesprächen, die wir mit der Politik führen, das wird in der niedergelassenen Radiologie ablaufen, die Befundung. Ja, das denke ich, kann man ziemlich sicher sagen. Es wird entsprechende Regularien geben, was Strahlenschutz und so weiter angeht. Man muss auch bedenken, dass ja beim Lungenscreening
ungefähr in einer weiteren Zukunft ungefähr ein Zehntel der CT-Scans werden Lungenscreening-Scans sein. 90% werden normale CT-Scans sein. Das ist also eine andere Situation als in der Mammographie, wo die überwiegende Zahl der in Deutschland angefertigten Mammographien Screening-Mammographien sind. Ja. Wird das nur ein Teil des Arbeitsalltags sein für die meisten Radiologen. Und ich denke, mobil oder stationär, das hängt sehr stark von der Region ab. Ja, in der Münchner Innenstadt finden Sie fast leichter eine Radiologiepraxis als einen Parkplatz für einen LKW. Ja, da wird man ganz pragmatisch sagen, da gibt es genug stationäre CTs. In der Uckermark mag das eine völlig andere Situation sein. Ja, das wird, glaube ich, jede Region die optimale Lösung finden. Man weiß aus England, dass die Teilnehmer nicht überwiegend mobil sind. Ja, das ist ja auch, Rauchen hat auch was mit der sozialen Schicht zu tun und so, und die fahren nicht beliebig weit. Das heißt, man muss es wohnortnah anbieten und möglichst flächendeckend, aber flächendeckend kann in verschiedenen Teilen Deutschlands ganz verschieden aussehen. Ja, aber es wird so sein, dass die meisten CT-Untersuchungen, die gemacht werden, außerhalb des Screenings, das sind, was Sie heute machen, und dazu kommt ein Teil Screening-Untersuchungen. Und das spricht stark dafür, dass man das in den Praxen mitmacht und nicht alles auf dedizierte Zentren nur konzentriert, auch um die Patienten nicht zu weit fahren zu lassen oder die Teilnehmer. Haben wir sonst noch Fragen? Gut, wir sind auch zeitlich jetzt schon etwas fortgeschritten. Der Herr Professor Vogel-Klausen muss auch gleich den nächsten Vortrag halten. Ich bin auch noch eine Weile hier. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich auch noch ansprechen. Ich bleibe jetzt auch noch mal vor der Tür stehen. Ansonsten vielen Dank an alle Teilnehmer für das Interesse. Ja, ich denke, das ist eine große Sache, wie die Radiologie die Gesundheitsversorgung voranbringen kann. Und ganz besonderen Dank an unsere beiden Referenten und Herrn Bollmann, der auf den Pulmologenkongress verzichtet für uns.